Hallo Leute und willkommen zum Teil 2 des Battlestar Galactica Viper Baus von Bluebricks. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sich jetzt hierher verirrt hat. Ich habe euch den in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten seht ihr, dass ich hier schon weiter fleißig am Bauen bin und das immer noch mit großem Spaß. Hier muss ich euch jetzt mal eine Bautechnik zeigen, die mir gar nicht gefällt, also die ein bisschen schwierig ist. Und zwar ist das hier hinten bei dem Triebwerk. Ihr seht, das zweite ist hier schon angebracht und da ist hier zwischen so ein Teil angebracht, ja, das hier. Und das muss man quasi, ich zeige es euch mal auf der anderen Seite, da reinfummeln. Also hier ist die Lücke, da kommt das Teil hier später rein. Und ihr könnt es hier vielleicht sehen, dass wir hier eine Achsaufnahme haben. Einmal hier und auch auf der anderen Seite hier. Und das wird jetzt folgendermaßen befestigt. Wir müssen von hinten hier die Achse durchstecken. So, ich mache das mal eben. Hoffentlich fällt nichts ab. Oh, die geht aber sehr stramm durch. Und ja, da sieht man es, da kommt die Achse raus. Und dann muss man jetzt dieses Teil hier passend hier irgendwie dazwischen fummeln, um das dann auch auf die Achse drauf zu kriegen und dann die Achse da durchschieben. Und dann kommt hier das Antriebsteil auch noch hier hinten dann auf die Achse drauf. Also, das ist schon eine fummelige Geschichte. Und leider, ihr habt es eben schon gesehen hier, das Triebwerk hier hinten, das sitzt nur sehr, sehr locker auf der Achse. Also kann man fast schon runterschütteln, da seht ihr es. Also da ist definitiv zu wenig Klemmkraft hier, entweder bei der Achse oder hier bei der Achsaufnahme, aber ich glaube eher, dass es hier an der Achse liegt, denn wenn ich es hier auf die andere Seite drauf mache, ja, da ist wesentlich mehr Grip, da geht es nicht so leicht ab, aber hier auf der Seite, ja, also da hat die Achse auf jeden Fall irgendwie einen kleinen Produktionsfehler. Aber die Bauart, also es sieht nachher cool aus, versteht mich da gar nicht falsch, es sieht nachher echt cool aus, wenn es hier fertig ist, aber der Weg dahin, der ist schon ein bisschen, naja, schwieriger, als es vielleicht eigentlich sein müsste. Hätte man ein klein bisschen früher vielleicht einschieben können oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich entwickle ja solche Sets nicht. Aber ja, zumindest, also das hier nervt mich, da muss ich mal gucken, ob ich auch eine andere Achse finde oder ich muss es nachher irgendwie festkleben, weil das geht ja gar nicht, dass das immer hier abfliegt. So, oder vielleicht probieren wir das hier drauf zu schieben. Ne, ist genauso locker. Es liegt an der Achse. Aber was ich sagen wollte, schaut euch mal die Optik an. Das Design, das sieht echt cool aus. Haben sie gut hinbekommen hier bei Bluebricks. Halt, ein paar Mängel gibt es hier bei den Steinen. Und diese eine Bautechnik, vielleicht ging es nicht anders, aber die ist ein bisschen, naja, schwierig. Und ich werde hier jetzt mal noch hier irgendwie drauf friemeln, hier das zweite Triebwerk, nee, das dritte Triebwerk. Und dann sieht so aus, als würde gar nicht mehr so viel kommen. Und da ist sie fertig, unsere Viper. Und hat Spaß gemacht, aber am Schluss durchaus noch seine, ich sag mal, kleinen Tücken im Zusammenbau gezeigt. Aber naja, fangen wir mal hinten an. Die Triebwerke. Das ist mal der einzigste Teil hier beim Bau, der so richtig repetitiv ist. Denn hier diese schwarzen Elemente, die baut man, ich glaube, 28 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24 Mal, um genau zu sein. Und die werden einfach dann an diese Ringe hier dran geklippt mit dem Haken und dann so runtergebogen, damit wir dort, Moment, ich kann es euch ja zeigen, die Triebwerke sind ja ganz, ganz schlecht befestigt und das gilt leider für zwei der drei Triebwerke. Also hier kann man das nochmal schöner erkennen. Ja, da haben wir hier diesen Ring und dann wird das einfach nur hier mit dem Haken dran geklippt und einmal hier zusammengeklappt und fertig ist so ein schönes Viper-Triebwerk. So, ich stecke es mal nochmal hier zurück, dass wir hier auch die volle Antriebskraft haben. Dann haben wir hier noch die seitlichen Flügel gebaut. Die wurden einfach nur hier an diese Hingeplates mit den Noppen dran gesteckt. Und das ist auch so ein Punkt, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die anpackt. Die gehen also sehr leicht wieder ab, sind aber vom Optischen her, finde ich, schön gebaut, hier mit größeren Steinen. Das Rote zieht sich hier durch, wobei da fällt mir gerade noch was auf. Könnte das denn sein, dass ich den hier falsch befestigt habe? Denn der rote Streifen, der muss doch durchgängig hier gehen. Ja, wahrscheinlich ist es so eher richtig. Und genau das Gleiche dann nochmal hier auf der Seite. Da könnt ihr auch sehen, wie der befestigt ist. Ja, der kommt sehr leicht runter.
ist nur hier an den vier Noppen dran. Von daher etwas mit Vorsicht zu genießen, wenn man es anfasst. So, jetzt ist er nochmal draufgesteckt. Ups, ja, genau das. So, draufgesteckt und dann muss man schauen, dass man hier eben diese richtige, den richtigen Winkel nochmal einstellt, damit es dann auch passend aussieht. So, ja, jetzt sieht das schöner aus. Jetzt haben wir hier diesen roten Streifen, der hier schön durchgeht. Also optisch ist das Ding hier echt schön. Das mit den Triebwerken hier, das geht mir echt auf die Nerven, dass die so locker drin sind. Genau das Gleiche haben wir dann natürlich auch auf der Seite. Sieht sehr schick aus. Auch hier mit den Elementen, die ja hier so blöde reinzubauen waren, sehen im Nachhinein echt gut aus. Und noch eine gute Nachricht, Freunde, das Dreiecksteil, ich habe es noch gefunden, also es hat tatsächlich kein Teil gefehlt. Das nochmal ganz deutlich zu sagen, es war alles da, so wie es sein soll und gefehlt hat hier überhaupt gar nichts. Dann haben wir hier noch die Cockpit-Kanzel, ja, die kann man hier hochklappen und drin ist natürlich mal nichts außer, doch, da unten, da haben wir den kleinen Steuerknüppel noch drin. So, Cockpit wieder zu, da gibt es so nicht viel mehr zu sehen. Dann natürlich die Schnauze, die habt ihr ja schon gesehen. So schaut es dann von vorne aus. Und ja, diese Viper, ich finde, das ist schon ein sehr ikonisches Design. Also die erkennt man, die sieht auch, ihr müsst ja überlegen, wann wurde die denn hier designt? In den 70er Jahren und die sieht immer noch rattenscharf aus. Also ich finde, das ist ein zeitloses Design. Sieht einfach super aus. So stellt man sich doch so einen Jäger vor. Richtig klasse. Von der Unterseite sieht es dann eben so aus. Also da gibt es nicht allzu viel zu berichten, außer dass wir hier nochmal ein Fahrwerk haben. Einmal hier, so Landefüße. Und ja, ihr seht schon, wie die hier gebaut sind. Das ist so ein Ärmchen hier und dann mit so einem Technikteil drauf. Das Gute ist, ich fange mal mit dem Guten an, denn es gibt auch was Schlechtes. Das Gute ist, ihr könnt das Fahrwerk hier vorne versenken zum Großteil. Ja, und dann ist es hier vorne schon mal weg für den Flug. Und dann kann man es natürlich hier auch ausfahren. Das Gleiche gilt dann auch eingeschränkt hier für die hinteren Fahrwerke. Die kann man auch so ein bisschen hier zur Seite wegklappen, dass sie aus dem Weg sind und dann zum Landen nochmal hochklappen. Aber jetzt kommt das kleine Problem. Wenn wir dann landen und wir stellen das Ganze hier auf das Fahrwerk drauf, ja, das klappt sofort zusammen. Also ihr seht schon, hier ist direkt nach vorne gerutscht. Hier die hinteren, die sind auch direkt hier zur Seite weggeklappt. Also da kann man es leider nicht draufstellen. Das hält nicht. Da ist einfach eigentlich auch logisch. Das ist ja hier nur mit so einer C-Clam einmal hier aufgeklemmt und dann, wer ein bisschen was von Hebelwirkung weiß, der weiß, das kann nicht funktionieren. Da hätte man noch irgendwie eine Verstärkung gebraucht. Schade eigentlich, sonst könnte man die hier wunderbar mit hinstellen, aber dann steht sie im Endeffekt, wenn man sie hinstellt, hier auf den Flügeln und die sind ja jetzt auch nicht die allerstabilsten. Aber naja, es geht zumindest. Tja, was soll ich sagen? Fazit, 25 Euro, würde ich die nochmal ausgeben hier für die Viper oder nicht? Und da sage ich ganz klar, auf jeden Fall, Freunde. Das Teil sieht richtig toll aus. Ich finde es vom Design her super. Also ein ganz, ganz tolles Set, was das Design angeht. Es hat so seine Schwächen. Das Fahrwerk ist eine Schwäche hier hinten. Die Triebwerke sind eine Schwäche. Und hier, das ist ein bisschen, ja, man muss aufpassen bei den Drahtflächen beim Anfassen. Also eher kein Spielset, sondern ganz klar ein Displayset. Aber dafür sieht es echt super aus. Das wird gebaut, das wird hingestellt. Man freut sich dran und ist dann gleichzeitig wieder ein bisschen traurig, A, dass man schon fertig ist mit dem Bauen und B, dass es bisher nur die Viper gibt. Also, liebe Blue Bricks Leute, macht doch mal noch die Galactica oder einen Zylonen Fighter oder sowas. Also ich würde mich riesig freuen und die direkt kaufen. So eine richtige Galactica mit 2500 Teilen. Mann, das wäre super, denn Science-Fiction-Sets sind super. Es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren. Ich habe jetzt hier schon viel gebaut. Wir haben hier massig Star Wars gebaut. Wir haben Star Trek gebaut. Und dann kommt jetzt hier noch die Viper von Battlestar Galactica dazu. Aber, naja, wenn ich das mal so insgesamt aufs Korn nehme, die ist ein bisschen klein. Also da passt noch eine Galactica hin, Freunde. Würde mich riesig freuen, wenn ihr die baut. Aber auch das hier hat mir echt Spaß gemacht. Und ich finde optisch,
ist das ein tolles, tolles Set. Wenn ihr es kaufen wollt, ich verlinke euch hier die Bluebrick-Seite unten, dann könnt ihr dort gerne mal zuschlagen. Öfters ist das Set mal ausverkauft, aber ihr könnt euch dann auf eine Erinnerungsliste setzen. Das habe ich auch machen müssen und sobald es verfügbar ist, bekommt man dann eine E-Mail geschickt und kann zuschlagen und Spaß haben und sich das Ding hinstellen. Ja, meine kleine Viper zwischen dem Millennium Falcon und der Enterprise. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!